Guten Abend, ihr Lieben. Ich habe gerade stundenlang versucht, über unsere Aktion etwas zu schreiben, die heute am Kröpke war. Und dachte, jetzt gibt es einfach ein paar persönliche Worte dazu. Mich hat es sehr berührt heute, ein Gespräch mit einem Mädchen. Ein junges Mädchen, 15, deren Vater verstorben ist nach der Corona-Impfung. Und dieses Mädchen hat alles verstanden, alles, worum es uns geht, alles, worum es wahrscheinlich in Zukunft gehen wird und alles, was mir persönlich wichtig ist. Ich war zu Tränen gerührt. Ich bin einmal musste ich weinen während unserer Aktion. Das war bei unserer ersten Julian Assange-Aktion, als ein Passant ankam und spontan anfing zu weinen, als er gesehen hat, was wir dort machen, für wen wir dort stehen. Und ich musste sofort mit weinen. Also das war auch sehr berührend. Aber dieses Mädchen hat mich heute aufgrund auch meiner persönlichen Geschichte, die ich habe mit meinem Vater und der gleichen Sache, einfach richtig, richtig mitgenommen. Und ich danke diesem Mädchen dafür, dass es stehen geblieben ist, dass es uns gesehen hat, dass es gesprochen hat mit mir, dass es sich bedankt hat dafür, dass wir das machen, dass wir diese Aufklärungsarbeit machen, dass wir für die Menschen da sind. Wir standen heute mit dem Begriff Mensch und hinschauen. Und ich weiß nicht, ich muss das einfach heute euch mitteilen. Das hat mich sehr, sehr berührt, weil ich immer das Gefühl hatte, die jungen Leute interessieren sich überhaupt nicht mehr für das, was hier passiert. Aber es ist falsch und das will ich euch heute einfach sagen. Es gibt ganz viele junge Menschen, die sich interessieren für das, was hier passiert und die ganz feinfühlig sind. Und für diese Menschen sind wir da, für diese Menschen stehen wir dort. Jeden Montag immer wieder und das gibt mir unglaublich viel und macht mir unglaublich viel Mut. Und ich danke meinen Schneemännern dafür, dass sie jeden Montag dort stehen und die Menschen dazu bringen, mit mir, mit uns ins Gespräch zu gehen. Das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, das euch allen zu sagen. Und ich bitte alle, die in diesem Kanal sind, tut diese Dinge auch. Tut es. Stellt euch hin mit Worten, versucht die Menschen zu erreichen. Es lohnt sich. Ich kann es euch nur sagen, es lohnt sich. Es sind wunderbare Momente dabei. Manche sind hart, manche Momente. Manchmal denkt man, warum stehe ich hier, warum mache ich das immer wieder? Aber so ein Moment wie heute, der so berührend ist, gibt einem so viel Kraft. Und darum geht es, dass wir uns gegenseitig Kraft geben. Ich danke euch allen und wünsche euch einen schönen Abend. Gute Nacht. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the